Hi und willkommen im Museum für Naturkunde Berlin. Ich werde heute die Maske mal absetzen, damit ihr mich besser verstehen könnt. Mein Name ist Maike, ich bin Biologin und ich rede heute mit euch über Intelligenz im Tierreich. Hinter der Kamera ist Marc, wie immer, dem könnt ihr Fragen stellen. Der hat auch seine Maske auf, also hier alles nach Hygienevorschriften. Genau. Ansonsten können wir auch direkt anfangen, oder Marc? Ja, sind wir soweit? Okay. Schieß mal los. Also, Anfang des 19. Jahrhunderts hat der deutsche Arzt und Neurologe Ludwig Edinger erstmals die Nomenklatur des Vertebratengehirns veröffentlicht. Also er hat das erste Mal die einzelnen Teile des Wirbeltiergehirns, also auch unseren Gehirns, benannt. Er ging davon aus, dass die Evolution linear verlaufen ist, von dem primitivsten Wirbeltier bis zu uns, der Spitze der Intelligenz, und hat die ältesten Teile des Gehirns mit dem Präfix Paleo versehen, also Paleokortex, die mittelalten mit dem Präfix Archi, also Archikortex, und dann die neuesten mit dem Präfix Neo, also Neokortex, unser berühmter Neokortex. Von dann an galt auch eine hohe Stirn als Zeichen einer herausragenden Intelligenz, denn es galt als Zeichen eines großen Neokortex bzw. eines großen präfrontalen Kortex. Natürlich hatte Edinger damals noch nicht die ganze Wahrheit verstanden, also er wusste mit uns als der Spitze der Intelligenz natürlich noch nicht, was es noch alles für Arten von Intelligenz im Tierreich gibt. Und das wollen wir uns heute so ein bisschen gemeinsam anschauen. Genau. Ihr seht hier schon, ich bin hier im Jurasaal. Wir fangen natürlich mit den Dinosauriergehirnen an. Hinter mir seht ihr den Giraffatitan Branchii. Das ist der ganz große. Genau. Der Giraffatitan Branchii wurde vor ein paar Jahren umbenannt vom Brachiosaurus Branchii. Vielleicht kennt ihr ihn noch unter dem Namen Brachiosaurus. Und zwar, weil genug Unterschiede zwischen dem nordamerikanischen Brachiosaurus und unserem hier gefunden wurden. Denn unserer hier stammt aus Tansania, also aus Afrika. Man hat ihn dann kurzerhand umbenannt in Giraffatitan. Fast alle Fossilien hier im Jurasaal kommen, wie der Name schon sagt, aus der Jurazeit, also vor 200 bis vor 145 Millionen Jahren. Und die meisten sind so ungefähr 150 Millionen Jahre alt. Genau. Wie kommen die also hier zu uns? Als erstes müssen wir noch einmal ganz kurz über Versteinerung reden. Genau, der Giraffatitan hinter mir setzt sich zusammen aus den Knochen von zwei verschiedenen Dinosauriern, also zwei verschiedenen Individuen. Denn nur ganz selten werden fast vollständige versteinerte Dinosaurier-Skelette gefunden und meistens sind ganz viele Teile einfach über die Zeit verloren gegangen, denn sie sind ja wie gesagt sehr alt. Versteinerung ist ein recht komplexer Prozess, das heißt, es müssen ganz viele Bedingungen zutreffen, damit ein verstorbenes Tier, also die Knochen, tatsächlich versteinert werden können. Meistens ist es so, dass es relativ schnell komplett luftdicht abgeschlossen werden muss und dann unter der Erde auch luftdicht abgeschlossen werden die weichen Bestandteile meistens trotzdem abgebaut und die harten können dann über die Zeit durch Stein ersetzt werden, also versteinert. Es läuft dann so, dass mineralische Lösungen, also mit Wasser sozusagen mit flüssigem Stein, durch den Boden fließt und eben Fossilien in der Form von diesen Knochen bildet. Aber wieso wissen wir denn jetzt überhaupt was über Dinosauriergehirne, wenn die weichen Teile nicht versteinert werden können und Gehirne ja eindeutig weiche Teile sind? Tatsächlich ist es so, dass in ganz seltenen, glücklichen Fällen Teile vom Gewebe abgezeichnet werden in Fossilien. Und diese Funde nennt man dann Endokast, also Einschlüsse von Gewebe sozusagen. Es gibt zum Beispiel eine Fundstelle in Nordamerika, die muss eine echte Dinosaurierfalle gewesen sein. Wahrscheinlich war da ein sehr, sehr weicher, sauerstoffarmer bis sauerstofffreier Kalkschlamm, in den die Dinos dann langsam eingesunken sind. Und der Schädel der Dinosaurier so stückweise mit dem Kalkschlamm aufgefüllt wurde und eben dann Strukturen vom Gehirn auch abgezeichnet werden konnten. Das sind aber, wie gesagt, ganz glückliche Funde und wir wissen auch ganz viel über Dinosaurier-Skelette, über Dinosauriergehirne, einfach nur von den Scans, von CT-Scans, also Computertomographie-Scans von der Schädelinnenseite. Darüber kann man auch schon ganz viel über das Dinosauriergehirn rausfinden. Ja, wie war es denn also mit dem Gehirn von Giraffatitan, fragt ihr euch jetzt? Das Gehirn von Giraffatitan, wir können ja mal ganz kurz zum Schädel gehen. Ja. Das Gehirn von Giraffatitan wurde erstmals als Gehirn von noch Brachiosaurus natürlich beschrieben, 1935 bis 1938 von Werner Janensch. Das war der leitende Wissenschaftler der Tendaguru-Expedition, in dem halt unser Giraffatitan hier ausgegraben wurde.
Er hat errechnet, dass das Gehirn 232 Gramm gewogen hat. Das hört sich schon nicht sehr viel an. Das ist ungefähr so groß wie ein Tennisball. Er hat auch einen Wert errechnet, der heißt Enzephalisationsquotient oder kurz EQ. Dieser Wert gibt an, wie groß das Gehirn von einem Tier ist, beziehungsweise wie schwer im Gegensatz zu seiner Körpermasse und das dann bezogen auf die jeweilige Tiergröße. Janosch hat also einen Reptilien-IQ ausgerechnet für den Giraffe Titan und der betrug 0,23. Also das bedeutet kurzerhand, das Gehirn ist nur 23% so groß, wie es für ein Reptil der Größe des Giraffe Titans zu erwarten wäre. Das hört sich natürlich erstmal sehr traurig an, also ein sehr geringer Wert. Tatsächlich konnte der Wert auch noch ein bisschen nach oben korrigiert werden, denn Janosch ging davon aus, dass der Giraffe Titan ungefähr 80 Tonnen gewogen hat und heutzutage weiß man, dass er aber nur circa 50 Tonnen, also nur circa 50 Tonnen gewogen hat und konnte damit auch den EQ-Wert auf 0,62 bis 0,75, also 62 bis 75% nach oben korrigieren, was natürlich immer noch bedeutet, er hatte ein etwas kleineres Gehirn, als es zu erwarten wäre für ein Reptil seiner Größe, aber das war wahrscheinlich auch nicht schlimm. Also man kann schon davon ausgehen, dass der Giraffe Titan eine eingeschränkte Verhaltensflexibilität hatte, aber ein Pflanzenfresser seiner Größe musste auch gar nicht besonders flexibel auf seine Umwelt reagieren, denn er musste Pflanzen fressen, sich fortpflanzen, schlafen und damit, das war es dann auch schon. Er hatte in seiner Größe keine natürlichen Feinde, deswegen reicht es, wenn er einfach ein bisschen träger, ein Trägergeselle war sozusagen. Genau. Bei Fleischfressern sah das natürlich schon anders aus, aber vielleicht erstmal hat noch jemand eine Frage an der Stelle oder sonst machen wir erstmal. Ja, es gab erstmal eine allgemeine Frage und zwar wurde gefragt, ob wir einen Diplodocus haben. Nee, also doch, haben wir. Doch, oder? Der ist doch da. Okay, ja. Hat noch jemand eine Frage zu Zum Thema Intelligenz erstmal noch nicht, aber ihr könnt eure Fragen immer im Chat stellen oder unten über dieses schöne Zeichen mit dem Fragezeichen in der Mitte, die Sprechblase. Ja. Und ich würde sagen, am Diplodocus gehen wir einfach kurz vorbei. Ich zeige euch einfach ganz kurz, er ist da direkt hinter uns. Wir sind alle nicht mehr besonders oft leider im Naturkundemuseum durch die Situation. Kurz vergessen. Genau, kurz vergessen, dass er auch da war. Genau, wir gehen da nochmal dran vorbei. Genau, für ihn gilt natürlich das Gleiche wie für den Giraffe Titan. Der Diplodocus ist auch ein großer Pflanzenfresser, hatte dementsprechend auch ein kleines Gehirn. Genau, aber weiter werde ich dann auf den nicht eingehen. Dafür reden wir jetzt über den Allosaurus. Der Allosaurus ist ein Fleischfresser und war auch der dominante Fleischfresser der Jurazeit. Und zwar ist er ein Vorfahre, also beziehungsweise er ist nicht der Vorfahre von Tyrannosaurus Rex, aber er gehört zu der Gruppe der Theropoden, aus der auch der Tyrannosaurus Rex abstammt. Und wahrscheinlich wisst ihr auch schon, dass aus dieser Gruppe auch die Vögel hervorgegangen sind. Natürlich fragt man sich jetzt, war der Allosaurus dann schon schlauer als der Giraffe Titan und hatte er eher einen Vogel oder hatte er eher ein Reptiliengehirn? Dafür muss man natürlich erstmal verstehen, was der Unterschied zwischen einem Reptilien und einem Vogelgehirn ist. Tatsächlich haben Reptilien und auch Amphibien kleinere Gehirne, die nur ungefähr 50% des endokranialen Raumes, also des Raumes innerhalb des Schädels, ausfüllen. Und der gesamte Schädel ist mehr nach der Form der Sinnesorgane geformt, also nach den Augen beispielsweise. Und bei Vögeln und auch bei Säugetieren ist es so, dass das Gehirn faktisch so fast 100% des endokranialen Raumes einnimmt, also den Raum, den das Gehirn innerhalb vom Schädel einnimmt, gibt also einen Hinweis darauf, zu welcher Tiergruppe das Gehirn gehört. Genau. Beim Allosaurus konnte man aus Endokastfunden feststellen, dass sein Gehirn größer als 50% des endokranialen Raumes war. Aber dafür kann es auch andere Erklärungen geben, als dass er schon ein Vogelgehirn hatte. Beispielsweise haben auch junge Reptilien, zum Beispiel Krokodile, ein größeres Gehirn als 50% des inneren Schädels. Und das kann natürlich eine Begründung gewesen sein, dass dieser Allosaurus, von dem man den Endokast gefunden hatte, eben noch ein junges Tier war. Ein weiterer Hinweis darauf, dass der Allosaurus noch kein richtiges Vogelgehirn hat, ist, dass er keinen vergrößerten Optikuslappen, also kein großes Sehzentrum hatte. Und dieses große Sehzentrum ist ganz typisch für Vögel. Der Allosaurus war also vermutlich schon intelligenter als der Giraffe Titan, aber noch nicht so intelligent wie ein Vogel. Aber genau wie die Entwicklung des Gehirns zum Vogelgehirn war, das gucken wir uns als nächstes an. Okay, ja? Dann gehen wir mal zum Archaeopteryx, vermutlich.
So, und hier ist der Diplodocus. Genau, du kannst ja mal seine ganze Länge. So. Ja, wir sind hier beim Archaeopteryx. Der Archaeopteryx ist wahrscheinlich das berühmteste Fossil der Welt. Und ihr wisst sicher alle, dass er eine Mischung sozusagen aus Reptilien und Vögeln ist. Das heißt, er hat Reptilienmerkmale, Vogelmerkmale und ist eine Art Zwischenform. Das, was den Archaeopteryx ganz berühmt macht, sind seine Federn. Und das ist was uns den Hinweis darauf liefert, was ihm schon sein etwas größeres Gehirn ermöglicht hat. Tatsächlich hat im Verhältnis der Archaeopteryx schon ein größeres Gehirn als Allosaurus und er hat schon einen vergrößerten Oktopuslappen. Er sieht also nicht nur schon eher aus wie ein Vogel, er hat wahrscheinlich auch schon eher ein Vogelgehirn. Was dafür verantwortlich ist, sind unter anderem seine Federn. Wenn man über die Entwicklung der Gehirne redet, dann muss man sich auch überlegen, was denn Gehirne für Organe sind. Und Gehirne sind sehr temperaturempfindliche Organe. Wechselwarme Tiere sind Tiere, die ihre Körpertemperatur nicht selber regulieren können und auch keine morphologischen, also anatomischen Anpassungen dafür vorweisen. Das heißt, wenn ihnen kalt ist, dann können sie in die Sonne gehen, wenn ihnen warm ist, können sie aus der Sonne herausgehen und ins Wasser gehen. Also sie können mit ihrem Verhalten ihre Temperatur regulieren, aber nicht wirklich ihre Temperatur eben regulieren. Und bei Gleichwarmtieren oder auch homoiothermen Tieren ist das anders, denn die weisen morphologische Anpassungen zur Temperaturregulierung auf, zum Beispiel Fell, Federn oder auch Schweißdrüsen. Und da habe ich schon gesagt, die Federn im Archaeopteryx sprechen dafür, dass er schon besonders gut seine Temperatur regulieren konnte. Und das ist ein Hinweis darauf, dass das eben sein Gehirn unterstützt hat sozusagen. Genau, da er es eben vor Temperaturschwankungen schützen konnte. Okay. Genau. Dann, gibt es noch Fragen an der Stelle? Noch nicht, nee. Aber schon mal das Lob für dich, dass du sehr gut erklärst. Okay, dann gehen wir weiter und schauen uns als nächstes dann die heutigen Vögel an. Also wenn ihr noch Fragen zu den Dinosauriern habt, dann dürft ihr die natürlich immer noch stellen. Also wenn euch das jetzt zu schnell geht, aber ansonsten würden wir jetzt rübergehen zu den Vögeln. Genau, so machen wir das. Okay, dann. Moment, hier kommt was. Ah. Inwiefern helfen Federn zur Temperaturregulierung? Die sind einfach eine Schutzschicht, also eine Isolierung, so wie Fell. Also Fell oder Federn haben beide diese Funktion, dass sie das Tier vor der Kälte bzw. vor der Hitze und vor allem vor zu dollen Temperaturschwankungen schützen. Genauso wie Schweißdrüsen eben Schweiß absondern, um das Tier zu kühlen. Je besser ein Tier in der Temperaturregulierung ist, desto größer kann auch das Gehirn sein, damit es nicht geschädigt wird durch Hitzeschläge, sowas in der Art. Okay. Und apropos Federn, könnten Dinosaurier trotzdem Federn gehabt haben? Ja, tatsächlich hat man nach dem Archaeopteryx noch weitere Dinosaurier gefunden, alles Theropoden, also die Gruppe, aus der die Vögel hervorgegangen sind, zu der auch T-Rex gehört. Und diese weit anderen Theropoden, zum Beispiel aus China, die hatten auch Federn. Es kann sogar sein, dass der Körper des berühmten T-Rex, also des Tyrannosaurus Rex, auch zumindest teilweise befiedert war. Also Federn waren auf jeden Fall ein Merkmal, was auch schon bei den Dinosauriern weit verbreitet war. Okay. Gut, dann danke für die ersten Fragen. Ja. So kann es weitergehen. Immer schön Fragen stellen. Und wir gehen jetzt in unseren Raum Evolution in Aktion. So, wir sind wieder da. Okay. Vögel sind eine ganz typische Tiergruppe, deren Intelligenz ganz lange Zeit unterschätzt wurde. Und das liegt daran, dass der Mensch eben Intelligenz lange sehr egozentrisch betrachtet hat. Also je ähnlicher die Intelligenz zum Menschen war und je ähnlicher das Gehirn zum menschlichen Gehirn ist, für desto intelligenter hielten wir auch die Tiere. Aber tatsächlich ist das eben nicht immer so.
Intelligenz ist eben evolutionär gesehen einfach keine lineare Entwicklung. Bei Vögeln beispielsweise ist ein anderer Bereich vergrößert als bei uns. Wir haben ja einen sehr großen Neokortex mit einem großen präfrontalen Kortex und das weisen Vögel eben leider nicht auf. Tatsächlich haben sie aber eine andere Struktur, die analog ist zu unserem Striatum und die ist bei denen vergrößert. Und erst als man herausgefunden hat, dass diese Struktur auch vergrößert für komplexe Fähigkeiten zuständig ist, hat man sie dann umbenannt in Nidopallium. Dazu kommt, dass Vögel nicht wie bei unserem Gehirn so eine lineare Faltung haben. Unser Gehirn ist nämlich, um die Oberfläche zu vergrößern, so linear gefurcht, sondern sie haben einen anderen Aufbau, und zwar in so kleinen Paketen, in so einer Art Kernen, in denen eben die Neuronen dicht gepackt sind. Das heißt, in so ein kleines Vogelgehirn passen ganz schön viele Neuronen. Genau. Und da sind wir auch schon bei dem Punkt, kommt es beim Gehirn so richtig auf die Größe an? Tatsächlich kommt es nicht auf die reine Größe an, sondern auf die Anzahl von Neuronen und auf die Anzahl an Verbindungen, also die Verbindungen zwischen den einzelnen Neuronen. Und das ist sehr kontraintuitiv, denn hier ist weniger mehr. Forscher haben herausgefunden, dass je weniger Verbindungen zwischen den einzelnen Neuronen sind, das haben sie bei Menschen getestet, desto intelligenter waren die Probanden. Und das hört sich erstmal komisch an, aber das ist so zu erklären, dass sie eben sehr schlanke, effiziente Dendriten haben, statt ganz viele Verbindungen. Und dann können sie eben mit weniger Aufwand die gleichen Aufgaben lösen, sozusagen. Okay. Hier hat noch jemand gefragt, wenn wir gerade drüben über die Federn gesprochen haben, was gab es zuerst, Fell oder Federn? Kannst du dazu was sagen? Es gab zuerst Fell, es gab nämlich auch schon viel länger Säugetiere als es Vögel, oder es gab schon länger Säugetiere als die meisten Leute denken. Deswegen gab es zuerst Fell wahrscheinlich, also nach unserem heutigen Wissensstand. Aber die Federn vom Archaeopteryx sind ungefähr 150 Millionen Jahre alt nach unserem Wissensstand. Aber okay, und nochmal Archaeopteryx. Hatte der zufällig scharfe Zähne? Der hatte tatsächlich noch einen Schnabel mit Zähnen, also das ist eins seiner Sauriermerkmale noch. Aber so richtig scharf waren sie nicht, sie waren eher so ganz kleine Zähnchen, die er hatte. Okay, dankeschön. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal an, welche Vögel denn die intelligentesten sind, denn natürlich sind nicht alle Vögel gleich intelligent. Okay. Eins weiter. Ja. Versteckt sich nämlich ein Tier, was ihr wahrscheinlich alle kennt, und zwar ist das eine Nebelkrähe. Genau, wir zeigen euch hier die Nebelkrähe, denn Krähen gehören zu den Rabenvögeln oder auch Korviden, und es sind mit neben Papageien die intelligentesten Vögel, die es gibt. Was man wahrscheinlich nicht erwartet, wenn man so eine Gruppe von Krähen auf der Straße sieht. Tatsächlich sind Krähen besonders gut darin, sich Gesichter zu merken. Sie können hervorragend einzelne Individuen unterscheiden und auch von anderen Arten, also zum Beispiel vom Mensch. Forscher haben so ein Experiment durchgeführt, bei der sie verschiedene Versuchspersonen an einer Gruppe Krähen vorbeigeschickt haben, und manche Versuchspersonen waren den Krähen gegenüber sozusagen positiv eingestellt, haben Futter fallen lassen, manche waren neutral und manche waren gefährlich. Sie hatten tote Krähen in Form von solchen ausgestopften Krähen wie hier dabei, und natürlich haben die Krähen sofort angefangen, Schreie auszustoßen, um andere Krähen zu warnen vor den potenziellen Krähenmördern. Und auch noch Wochen später konnten die Krähen sich genau an diejenigen Personen erinnern, die damals die tote Krähe dabei gehabt haben, und die waren sofort abgestempelt und sie haben weiterhin gewarnt. Und sie konnten eben diese Individuen erkennen. Und tatsächlich haben aber sie das Experiment auch durchgeführt, indem Versuchspersonen zum Beispiel tote Tauben dabei gehabt hatten, und das hat die Krähen aber nicht interessiert. Also es ging ihnen tatsächlich darum, dass sie verstanden haben, das war ein potenzieller Krähenmörder. Ansonsten können sich auch zum Beispiel Elstern, die auch zu den Rabenvögeln gehören, im Spiegel erkennen. Sie fallen eben nicht durch diesen Spiegeltest. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von dem Spiegeltest gehört habt. Der ist kurz gesagt so, dass man einem Tier eine Markierung an eine Stelle des Körpers macht, an die er nicht selber sehen kann. Dann hält man dem Tier einen Spiegel vor und fängt das Tier an, sich an der Stelle zu putzen oder zu berühren, um zu prüfen, was es ist, dann weiß man, dass das Tier sich selber im Spiegel erkannt hat. Also dass das Tier im Spiegel mit der roten Markierung er selber ist. Genau, er ist selber. Okay. Genau.
Ansonsten sind Krähen noch hervorragend gut darin, sich Gegenstände zu merken oder Orte zu merken. Krähen können sich bis zu 30.000 verschiedene Orte merken, an denen sie Leckereien versteckt haben. Und das über 6 Monate. Sie wissen aber nicht nur, wo sie die Dinge versteckt haben, sondern auch, worum es sich handelt. Und können zum Beispiel schneller verderbliche Lebensmittel dann sofort wieder aufsuchen und als erstes verspeisen. Und da können wir uns wahrscheinlich eine Scheibe von abschneiden, oft wenn wir hinten Sachen im Kühlschrank vergessen. Das würde einer Krähe also nicht passieren. Besonders beeindruckend ist an ihrer Intelligenz, dass sie so ein ähnliches mentales Set haben wie wir. Also wenn sie zum Beispiel eine Aufgabe lösen müssen, wie dass sie ein hohes, schlankes Gefäß bekommen, in dem eine Nuss ist, dann können sie das auf eine ähnliche Weise wie wir selber. Sie haben Imagination, also sie können ohne auszuprobieren die Aufgabe lösen. Sie sehen, mein Schnabel ist nicht lang genug, um die Nuss aus diesem Gefäß zu holen, und können sich dann eine Lösung überlegen, ohne eben irgendwie rumzuprobieren. Sie verstehen Kausalität, also sie können zum Beispiel sehen, das ist ein langes, dünnes Werkzeug, das ist ein hohes, langes, dünnes Gefäß. Ich kann also dieses Werkzeug nutzen, um die Nuss aus dem Gefäß zu bekommen. Weiterhin haben sie eine gedankliche Flexibilität, also auch wenn sie eine Aufgabe schon mal gelöst haben, können sie das nächste Mal anders lösen. Wenn sie zum Beispiel dann kein langes, dünnes Werkzeug zur Verfügung haben, können sie auch neue Möglichkeiten finden, um eine bisher schon erledigte Aufgabe zu lösen. Besonders beeindruckend finde ich, dass sie in der Lage sind, auch abstrakte Dinge als Werkzeug zu nutzen, zum Beispiel Wasser. Forscher haben ebenso ein langes, dünnes Gefäß genommen, ein bisschen Wasser eingefüllt und darin schwamm ein Mehlwurm. Die Krähen hatten allerdings keinerlei Werkzeuge zur Verfügung, die sie sonst immer genutzt haben, sondern nur ein paar Steine. Und was sie gemacht haben, ist angefangen, die Steine in das Gefäß zu schmeißen, damit die Steine dann physisch das Wasser verdrängen, der Wasserspiegel nach oben steigt und der Mehlwurm nach oben schwimmt. Die meisten Menschen wären wahrscheinlich nicht auf die Lösung gekommen. Und noch beeindruckender ist, dass wenn dann Sägespäne in dem Glas auch waren und die den Mehlwurm so verschüttet hätten, wenn man Steine reingibt, dann haben sie das eben nicht gemacht. Also sie haben wirklich verstanden, was sie tun, und es war kein Zufallstreffer. Okay. Jetzt waren die Möwen die ganze Zeit im Hintergrund. Dann kam natürlich jetzt die Frage, wie klug sind Möwen und könnt ihr den Krähen das Wasser reichen? Sie können definitiv den Krähen nicht das Wasser reichen, denn Krähen, also Rabenvögel und Papageien, sind die intelligentesten Vögel, aber Möwenintelligenz ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Und es wurde auch schon bei Möwen erstaunliches Verhalten und Einfallsreichtum im Aufgabenlösen betrachtet. Insgesamt kann man sagen, dass je schwieriger die Umgebung ist, in der ein Tier schafft zu überleben, und je abwechslungsreicher, desto intelligenter muss es auch sein, um eben Aufgaben zu lösen. Was natürlich nicht bedeutet, dass alle Vögel schlau sind. Zum Beispiel können Tauben nicht abstrahieren. Also einer Taube kann man nicht beibringen, drück den roten Knopf und dann kriegst du Futter. Das versteht die Taube nicht, dass es sich eben um diesen Knopf, um die Verbindung handelt sozusagen. Okay, und hier kam noch die Anmerkung, dass die Krähen ihre Artgenossen belügen und blöffen können, was auch sehr intelligent ist. Genau. Krähen haben noch eine weitere Fähigkeit, und zwar sie können abwägen, was andere Lebewesen denken. Und das ist nicht nur bei anderen Krähen so, sondern sie können sogar verstehen, dass wenn ich jetzt eine Nuss verstecke, also ich als Krähe, und mich beobachtet dabei eine Taube, dann hat die Taube kein Interesse an der Nuss und ich kann sie da versteckt lassen. Aber wenn mich dabei jetzt eine Ratte beobachtet beispielsweise, dann wissen die Krähen, das ist potenziell gefährlich und ich sollte vielleicht lieber ein neues Versteck suchen. So, und jetzt hier die Knüllerfrage. Wieso wurden dann Brieftauben genutzt und nicht Briefkrähen? Ja, das ist eben, worauf wir eigentlich auch schön heute hinaus wollen. Und zwar hat jede Tierart oder jede Tiergruppe auch ihre eigene Art von Intelligenz. Und die sind nicht alle miteinander vergleichbar. Wir finden die Intelligenz von Krähen oder auch Raben insgesamt beeindruckend, weil die unserer so ähnelt. Aber Tauben zum Beispiel können sich hunderte Kilometer weit navigieren. Und das kriegen die meisten anderen Vögel eben nicht auf die Reihe. Das heißt, sie haben in ihrem Gehirn speziell einen Fokus eben auf diese Art von Intelligenz gelegt, könnte man sagen, und sind eben perfekt geeignet als Brieftauben. Sie finden immer wieder zurück zu ihrem, wie nennt man das bei Tauben, zu ihrem Haus, Taubenhaus. Okay, danke schön. Gut, dann gehen wir noch ein bisschen weiter ja, und gerne. Schauen uns weitere intelligente Vögel an. Also, kommen noch Fragen? Nee, ich habe gerade alle erstmal gestellt, aber wie gesagt, ne? Ihr könnt jederzeit in den Chat schreiben oder diesen Fragensticker da benutzen. Ach hier. Haben Krähen Kontakt zu ihren erwachsenen Kindern?
Tatsächlich haben Krähen Familienverbände und unterscheiden auch zwischen Individuen. Und ob sie jetzt mit ihren Kindern per se Kontakt haben, kann ich natürlich nicht beantworten, weil ich dazu noch nicht selber geforscht habe. Aber dadurch, dass sie so gut Individuen unterscheiden können und so ein gutes Gedächtnis haben, würde ich davon ausgehen, dass das durchaus eine Möglichkeit ist. Okay, und hier steht Taubenschlag heißt es. Taubenschlag, danke schön. Ja. Manchmal kommt man im Moment nicht auf. So, nochmal der Hinweis, also wir laufen hier immer von Router zu Router, das heißt, wenn wir kurz weg sind, wir kommen wieder. So. Da war es auch gerade kurz soweit. Nee, jetzt ist wieder, okay, wieder da. Genau, wir sind hier im Experimentierfeld des Museums. Hier finden normalerweise Austauschformate, Workshops und so weiter statt. Die können natürlich gerade auch nicht feststellen, aber ihr könnt immer gerne in unserem Veranstaltungskalender schauen. Da seht ihr, was das Experimentierfeld gerade wieder plant. Ich befinde mich jetzt hier in unserer ARA-Ausstellung. Und wir stehen hier, denn Papageienvögel gehören neben Raben zu den intelligentesten Vögeln. Ihr kennt vielleicht einige intelligente Individuen von YouTube, da gibt es ja ganz viele berühmte Papageien. Besonders intelligent ist, oder besonders berühmt auch, ist der Graupapagei Alex, der amerikanischen Tierpsychologin Irene Pepperberg gehört, mit dem sie an der Harvard University forscht. Und dieser Alex konnte über 100 Wörter, und zwar hatte er nicht nur die Wörter auswendig gelernt, sondern er konnte tatsächlich damit ganze Sätze bilden. Er hat zum Beispiel seine Besitzerin Pepperberg manchmal gefragt, sehen wir uns nochmal heute Abend? Und sie hat ihm geantwortet, nee, ich komme erst morgen wieder, und er hat es verstanden. Darüber hinaus konnte er auch kleine Dinge zählen, also hatte die Konzepte gleich null, weniger und mehr verstanden und konnte darüber besonders gut kommunizieren. Das liegt daran, dass Papageien wirklich ein sehr gutes Sprachzentrum haben. Leider ist Alex verstorben 2007, aber die Psychologin hat schon einen neuen Papagei, der heißt Garrett, genau. Der lernt gerade dieselben Dinge, also er lernt gerade Wörter, er lernt Farben, Formen und auch schon das und hat anscheinend schon das Konzept Null gelernt. Das soll dann beweisen, dass das wiederholbar ist, also dass alle Graupapageien theoretisch in der Lage sind, das Gleiche zu lernen wie Alex und er nicht so ein Einstein-Papagei ist sozusagen. Genau. Daneben können Papageien auch noch andere Dinge, sie sind zum Beispiel sehr musikalisch. Vielleicht habt ihr schon mal das Video gesehen von dem Kakadu Snowball, das ist so ein weißer Kakadu, der besonders zu diverser Musik im Internet tanzt und ein super Rhythmusgefühl hat. Und tatsächlich haben Kakadus und auch andere Papageien wirklich ein Rhythmusgefühl. Man hat es nachgewiesen, indem man die Lieder dann zum Beispiel langsamer oder schneller abgespielt hat. Und die haben tatsächlich ihren Tanz dann dem neuen Rhythmus angepasst. Ansonsten gibt es auch australische Kakadus, die Palmkakadus, die tatsächlich Musikinstrumente bauen. Sie benutzen zum Beispiel kleine Stöcke oder Samenschalen und machen daraus kleine Trommeln und trommeln dann einen Rhythmus, um die Weibchen zu beeindrucken. Man weiß, dass dafür einfach auch ihr Sprachzentrum zuständig ist. Also sie können sehr gut auditive Reize aufnehmen und verarbeiten und sind musikalisch. Okay, gibt es an der Stelle noch Fragen? Noch nicht zu den Papageien, nee. Gut, dann würde ich auch sonst schon weitergehen. Ja, gerne. Falls euch nicht noch eine Frage zu den Papageien gefällt. Also wir können sie uns ja noch ein bisschen anschauen, wie die schön sind. Das sind die Spix, ne? Ne, Sphinx. Sphinx Ara. Ja. Okay. Dann geht's weiter zu einer ganz anderen Form von Intelligenz. Ja, jetzt gehen wir zu einer ganz anderen Form von Intelligenz. Wir haben ja schon so ein bisschen versucht, darauf hinzuarbeiten, dass wir verstehen, dass es eben nicht nur eine Art von Intelligenz gibt. Und als nächstes wollen wir uns die Schwarmintelligenz angucken. Okay. Genau. Hier gibt es eine Frage noch zu den Papageien. Ah, okay. Könnten Papageien jede Sprache lernen? Natürlich, ja. Theoretisch, da gibt es gar keinen Unterschied. Alles, was sie wiedergeben können, jeden Ton und eine Tonkombination, die sie wiedergeben können, können sie natürlich auch irgendeinem
Bedeutung zuordnen und damit haben sie dann ein Wort gelernt sozusagen. Papageien sind auch hervorragende Imitatoren, also sie können hervorragend, wenn man ihnen zum Beispiel bestimmte Lieder immer wieder vorspielt, die danach singen. Es gibt auch, solltet ihr unbedingt bei YouTube mal anschauen, wie verschiedene Kakadus oder andere Papageien singen oder tanzen zum Klavier und das ist sehr schön. Ja. Und noch die Frage, ob Beos auch zu den Papageien gehören. Beos? Nee, die gehören nicht zu den Papageien. Ich glaube, die gehören, oder gehören die zu den Papageien nicht? Das kann ich leider nicht beantworten. Ich weiß, dass Beos sind, aber... Ja, ist auch spontan, legitim. Spontan würde ich sagen, vielleicht lieber googeln, als auf meine Meinung googeln. So, und jetzt kommen wir hier zu unseren... Genau, wir wollen nämlich jetzt als nächstes über andere Arten von Intelligenz, also über Schwarmintelligenz in dem Fall reden. Man bezeichnet eine Intelligenz als Schwarmintelligenz, wenn die Intelligenz einer Gruppe größer ist als die Summe der Individuen. Das heißt, die Gruppe ist in der Lage, Aufgaben zu lösen, die die einzelnen Individuen nicht alleine hätten lösen können. Und ganz wichtig für die Schwarmintelligenz ist dabei die Richtung des Informationsaustausches. Es handelt sich zum Beispiel nicht um Schwarmintelligenz, wenn man jetzt über beispielsweise Erdmännchen redet, wo dann eine Gruppe verschiedene Aufgaben geteilt hat. Ein Erdmännchen sitzt auf einem Stein, hält Ausschau nach Raubtieren zum Beispiel, spielt ein Raubtier, hat also die Information, ein Löwe sitzt im Busch und teilt die Information einfach nur linear mit den anderen Mitgliedern der Gruppe. Das ist dann keine Schwarmintelligenz. Bei Schwarmintelligenz entsteht die Information erst aus den nichtlinearen Interaktionen innerhalb der Mitglieder der Gruppe und genau, das ist so ähnlich wie bei einem neuronalen Netzwerk. Gibt es dazu eine Frage? Erstmal noch nicht, nee. Krass, okay. Das ist ganz so. Genau. Ein gutes Beispiel dafür sind auch staatbildende Insekten sowie Ameisen und wir sind ja auch bei der Gartenameise und genau, ein Beispiel für Schwarmintelligenz, in der man gut versteht, was Schwarmintelligenz ist, ist wie sich Ameisen einen neuen Bau suchen. Und zwar werden dann sogenannte Scout-Ameisen, also so die Location-Scout-Ameisen, losgeschickt und suchen verschiedene neue Möglichkeiten für den Bau. Wenn sie dann einen gefunden haben, dann geben sie ein chemisches Signal an die anderen Ameisen und je besser der neue gefundene Bau ist, desto schneller geben sie das Signal. Und diese ganzen Signale von den verschiedenen Ameisen können dann von dem Ameisenstaat integriert werden. Und dann kann eine wohl informierte Entscheidung getroffen werden, welcher Bau tatsächlich der beste ist, wobei keiner von den Ameisen alleine gewusst hätte, welcher von den Bau tatsächlich der beste ist. Und das ist klassische Schwarmintelligenz. Bei Bienen ist das ähnlich übrigens, außer dass Bienen voreingenommen sind. Wenn eine Biene einen neuen Nistplatz gefunden hat, dann führt sie ihren Bienentanz auf, um den anderen Bienen mitzuteilen, wo dieser neue Nistplatz ist und auch bis zum Ende, bis der Bienenschwarm sich dann entschieden hat, diesen neuen Nistplatz zu nehmen, wird sie immer weiter für den sie gefunden hat, werben und nicht die Meinung der anderen annehmen. Das heißt, sie ist voreingenommen und das bedeutet dann einen Zeitverlust für den Bienenschwarm, wohingegen bei Ameisen, wenn die Ameisen um eine Ameise herum mehrheitlich für einen anderen Bau werben, sie auch selber anfängt, für den anderen zu werben und so können die Ameisen eben die eingehenden Signale besser zusammenrechnen. Hier wird gerade gefragt, ob das eine Blattlaus ist am Modell. Genau, das ist eine Blattlaus. Man kann hier, das ist wahrscheinlich auch ein Zeichen für eine Intelligenz. Ameisen machen ganz viele super intelligente Sachen. Man sieht hier eine Blattlaus, die den Pflanzensaft aus dem Blatt saugt. Und der Pflanzensaft enthält Zucker und Proteine. Und die Blattlaus ist aber am meisten interessiert an den Proteinen. Und da entsteht dann ein Zuckerüberschuss. Und in der Natur wird natürlich ein Zuckerüberschuss immer sofort genutzt. Und am Hinterleib gibt die Blattlaus dann so einen Tropfen, den Honigtau, der heißt Honigtau, weil da von eben am Morgen die Blätter so kleben, wie mit Honig gesprenkelt, gibt die den Honigtau ab, den Zuckerüberschuss und die Ameisen, die melken das dann sozusagen ab. Tatsächlich gibt es auch Ameisen, die das noch viel weiter, also Ameisenarten, die das noch viel weiter treiben. Es gibt zum Beispiel in Indonesien eine Ameisenart, die ihre Blattläuse tatsächlich wie so Vieh behandeln. Und wenn es dann anfängt zu regnen, dann merken die das und tragen ihre Blattläuse auf die Blattunterseite, damit sie nicht nass werden.
Manchmal werden sie nachts in den Bau geholt. Und zum Beispiel Blattschneideameisen sind die, die eben, wie der Name schon sagt, so Blatt in kleine Stücke schneiden. Die transportieren es in ihren Bau, um tatsächlich darauf Pilze zu züchten. Das heißt, Ameisen machen richtig Agrarkultur, so wie wir. Auch noch zu den Ameisen. Gibt es diese Vorgehensweise für alle Arten von Ameisen oder gibt es da Unterschiede? Es gibt ja sicherlich kleine Unterschiede, wie die Signale verrechnet werden, aber grundsätzlich ist das die gleiche. Also Ameisen kommunizieren über so Pheromone und teilen so Informationen mit ihren, mit ihren anderen Ameisen. So, ja. Du kannst gerne mal, ich habe hier sonst eine Überleitungsfrage zum nächsten Raum, aber wenn du hier noch was hast. Ja, ich wollte sagen, natürlich gibt es bei Ameisen auch noch eine andere Art von Schwarmintelligenz im Gegensatz zu beispielsweise Fischen, was wir uns als nächstes anschauen. Also ich wollte auch schon ein bisschen überleiten auf den nächsten Satz. Der große Unterschied zwischen Ameisen und Fischen ist aber, dass Ameisen einen sehr hohen Grad an Verwandtschaft haben. Der liegt bei nahezu 100% und deswegen sind die Ameisen sehr stark im Überleben der Gruppe und nicht am individuellen Überleben interessiert. Sie würden also zum Beispiel ihre eigene Fortpflanzung immer der Fortpflanzung der Gruppe zurückstellen und ihr eigenes Überleben. Und das ist auch der Punkt, wo man von so einer Art Superorganismus reden kann, in der eben eine Arbeitsteilung stattfindet, wie in den Organen eines einzelnen Tieres. Genau. Und bei Fischen ist das etwas anders. Die gucken wir uns als nächstes an, wenn keine weiteren Fragen da sind. Nee, hier erstmal nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Frage gleich beantwortet wird. Nämlich Christian fragt, ob bei einem Fischschwarm auch von Schwarmintelligenz gesprochen werden kann. Das beantworte ich dir gleich. Ja, ich dachte es mir. Jetzt sind wir wieder da. Okay. Wir befinden uns hier in unserer Nasssammlung. Das ist auch eine optisch sehr beeindruckende Sammlung. Das sind insgesamt 276.000 Gläser mit über 1 Million Objekten. Also nicht alle sind sogar hier in dem Saal, sondern in den Etagen darüber gibt es auch noch weitere Gläser. Und die meisten Tiere, die hier vertreten sind, sind Fische. Und genau deswegen reden wir jetzt auch über Fische. Und Fische treten ja sehr oft in Schwärmen auf. Und im Gegensatz zu Ameisen ist es aber so, dass der Grad der Verwandtschaft innerhalb von einem Fischschwarm oft nicht sehr hoch ist. Und deswegen ist auch der Zusammenhalt in der Gruppe nicht besonders hoch. Einzelne Individuen werden zum Beispiel die ganze Zeit ausgetauscht und den Fischen geht es mehr um den Schutz der Gruppe und nicht darum, dass die Gruppe überlebt, sondern eher die einzelnen, die eigenen Gene im Endeffekt überleben. Genau. Ob man über Schwarmintelligenz reden kann, darüber wurde auch lange gestritten und Forscher haben ganz lange daran geforscht, wie denn die Bewegung eines Fischschwarmes funktioniert. Man hat dafür ein Experiment durchgeführt, in dem man Roboterfische in einen Fischschwarm gegeben hat und versucht hat, mit den Roboterfischen den Fischschwarm zu lenken. Und das hat nur teilweise funktioniert. Dadurch hat man herausgefunden, dass die Bewegung eines Fischschwarmes eine Summe aus den eigenen Bewegungspräferenzen jedes Fisches ist und eine Aufnahme von den Bewegungen der Nachbarn. Also es ist auch eine Kombination. Tatsächlich hat man dann noch herausgefunden, dass ein Fischschwarm, je größer er ist, auch intelligenter wird. Das heißt, je größer der Fischschwarm war, desto besser konnte er Aufgaben lösen, also auf Raubtiere reagieren, irgendwelche neuen Situationen lösen. Und deswegen kann man von Schwarmintelligenz sprechen. Genau. Man hat auch ausgeschlossen, dass dann für die höhere Intelligenz im größeren Fischschwarm auch wieder einzelne Einsteinfische verantwortlich waren, indem man immer wieder das Experiment wiederholt hat und wirklich ausgeschlossen hat, dass jetzt ein Fisch dafür verantwortlich war, dass die Gruppe besser performt hat, wenn sie größer war. Genau. Man kann also wirklich von Schwarmintelligenz sprechen, aber wie gesagt, großer Unterschied, es ist kein Superorganismus wie bei den Ameisen, sondern es ist eben nur eine klassische Form der Schwarmintelligenz. Okay, danke schön. Gibt es noch weitere Fragen? An dieser Stelle noch nicht. Nochmal, hier hat sich jemand auf jeden Fall in unsere Nasssammlung verliebt und meinte, beim ersten Besuch hat sie nur 2 Stunden verbracht. Können wir verstehen. Können wir sehr gut verstehen. Ja. Und auch das hat eine ganz besondere Atmosphäre, in diesem Raum zu sein. Magst du auch etwas zu Tintenfischen erzählen, die Frage kommt. Das ist tatsächlich noch das Nächste, worüber ich berichten werde, wenn wir gehen vielleicht noch ein bisschen hier durch den Saal und uns an. Und, genau.
Ja, also natürlich habt ihr wahrscheinlich alle schon viel über die Intelligenz von Tintenfischen gehört. Das war jetzt gerade ja viel in ganz vielen verschiedenen Formaten irgendwie repräsentiert. Und zwar ist es so, dass natürlich nicht alle Tintenfische intelligent sind, sondern die Tintenfische teilen sich, also Tintenfische oder Cephalopoden, also Kopf, die gehören zu den Kopffüßlern. Zu denen gehören zum Beispiel Sepien. Das sind zehnarmige Tintenfische, die in Bodennähe leben und von denen man wahrscheinlich, oder von die ihr wahrscheinlich auch daher kennt, dass man manchmal ihre Kalk-Innenskelette am Strand findet. Dann gibt es Kalmare. Und die Kalmare haben auch zehn Arme, leben aber im freien Wasser und das sind die, die sehr, sehr groß werden können. Also wenn ihr schon mal ein Bild gesehen habt, wo ein Tintenfisch mit einem Wal kämpft oder so, dann war das wahrscheinlich ein Kalmar. Und dann gibt es eben die Oktopusse. Und die Oktopusse haben 8 Arme und das sind die, die sich durch eine herausragende Intelligenz auszeichnen. Genau. Warum Oktopusse jetzt so oft angeführt werden und ihre Intelligenz sogar als eine Art Alien-Intelligenz bezeichnet wird, ist, weil sie eben nicht mit uns verwandt sind. Ihre Intelligenz ist komplett analog zu unserer entstanden. Sie haben sie also nicht, weil sie uns ähneln, sondern sie sind evolutionär sozusagen auf die gleichen Ideen gekommen. Der letzte gemeinsame Verwandte, den wir mit den Oktopussen haben, hat so vor ungefähr 600 bis 700 Millionen Jahren gelebt. Also das ist noch länger her als die Zeit der Dinosaurier und war wahrscheinlich nur so eine Art Wurm. Und alles andere haben die Oktopusse eben selber gelernt. Sie gehören zu den Weichtieren, also ihre nächsten Verwandten sind Seegurken und Seesterne und das sind ja alles Tiere, denen wir keine besondere, oder auch Schnecken, denen wir keine besondere Intelligenz zuschreiben. Stimmt es, dass die mehrere Gehirne haben? Tatsächlich ist es so, dass sie eben kein richtiges zentrales Gehirn haben. Sie haben ungefähr 500 Millionen Neuronen und die sind durch den ganzen Körper verteilt. 2/3 sind ungefähr in den 8 Armen. Und es ist so, dass die 1/3 der Neurone ist um ihren Mund, der in der Mitte liegt, angeordnet und die anderen Neuronen ziehen sich dann durch den ganzen Körper, durch alle 8 Arme. Und daran liegt es auch, dass Oktopus meistens einen Lieblingsarm haben, also einen Arm, mit dem sie am meisten handeln. Das ist sozusagen der Dominante von den Armen. Und die Arme denken relativ autonom. Tatsächlich wäre es uns Menschen, wenn wir einen Roboter bauen würden, der so ähnlich wäre wie ein Oktopus, dann wäre es für uns super schwer, das so zu programmieren, dass der das berechnen kann, dass mit Hilfe von diesem ganzen autonomen Arm eben eine gerichtete Bewegung durchgeführt wird. Und das kann der Oktopus ja ganz eindeutig tun. Dazu kommt, dass die Arme auch alle selbstständig Licht wahrnehmen können. Sie haben in der Haut so ein Protein, das heißt Opsin, und das ist lichtsensibel. Das heißt, die Arme können natürlich nicht besonders gut sehen, aber sie können Farbe wahrnehmen. Licht, also hell und dunkel sozusagen. Und dazu hat der Oktopus natürlich auch noch Augen. Und das sind auch Linsenaugen wie bei uns, aber beeindruckenderweise eben nicht, weil wir miteinander verwandt sind, sondern die Evolution ist zweimal auf die gleiche Idee, nämlich Linsenauge, gekommen und hat eben bei Oktopussen aber in der Entwicklung die Netzhaut andersrum eingefaltet. Also sie haben Sinneszellen, die zum Licht hingewandt sind und bei uns sind die vom Licht weggewandt. Aber ansonsten sind die Augen sich verdammt ähnlich. Also das beweist, dass gleiche Anpassungen zu ähnlichen Strukturen führen können. Genau. Ansonsten gibt es noch viele weitere Dinge, die an Oktopussen interessant sind. Ihre Intelligenz ist unserer auch auf eine gewisse Weise ähnlich, weswegen es für uns ja so besonders beeindruckend ist. Denn sie können zum Beispiel, sie haben auch ein ähnliches Set, sie können Werkzeuge benutzen, sie können in die Zukunft planen. Es gibt zum Beispiel Oktopusse, die nehmen sich, wenn sie auf Expeditionen gehen, Werkzeug mit oder sie nehmen sich ein kleines Häuschen mit, in dem sie sich verstecken können, wenn sie über ein offenes Feld unter Wasser laufen. Also sie haben wirklich, können ähnlich wie wir Aufgaben lösen, ja, ohne dass sie mit uns verwandt sind. Sie haben außerdem, was auch noch beeindruckend ist, zum Beispiel 3 Herzen, also ein Hauptherz und 2 Kiemenherzen und sie haben blaues Blut. Sie haben nämlich nicht das Hämoglobin, was wir haben, was Eisen als Stoff hat, der den Sauerstoff bindet, sondern sie haben Kupfer und deswegen haben sie Hämocyanin und das macht das Blut blau. Also sie sind wirklich am meisten Alien von allen anderen Tieren für uns. Deswegen wahrscheinlich auch in vielen Filmen wird oft der Oktopus als Ausgangsform für genutzt.
Naja, wenn der Mensch ausstirbt und die Oktopusse noch gibt, dann. Genau, wer weiß, wie sich das weiterentwickelt, welche Art als nächstes die Spitze sozusagen übernimmt. Für uns ist es natürlich auch einfach, insgesamt kann man natürlich sagen, wir sind natürlich die intelligentesten oder wir haben uns am besten angepasst und wir haben die Welt eingenommen. Wir haben Hände, mit denen wir arbeiten können, wir haben Sprache, wir haben natürlich das komplette Set, was es uns ermöglicht, so eine dominante Position auf der Erde zu haben. Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht in manchen Dingen auch anderen Tieren oder in manchen Aufgaben anderen Tieren unterlegen sein können und dass wir vor allem immer wieder neue Intelligenz entdecken. Vielleicht fragt ihr euch auch, ob jetzt Fische auch ohne Schwarmintelligenz klug oder dumm sind. Und tatsächlich ist es so, dass Fische auch ganz lange total unterschätzt wurden. Es gibt zum Beispiel einen Fisch, der ist ein Putzerfisch, der heißt Blaustreifenputzlippfisch. Der lebt in Korallenriffen und ist sozusagen ein tierischer Zahnarzt. Das heißt, große Fische kommen zu ihm und er putzt den die Parasiten vom Mund weg. Und tatsächlich hat man beobachtet, dass er auch sehr sich um seine Patienten kümmert und er schmeichelt ihn und schwimmt zu ihrem Mund, damit es sich für sie gut anfühlt und sie auch wieder zu ihm kommen, denn er hat natürlich dadurch Nahrung. Und was noch viel beeindruckender ist an dem Putzlippfisch, ist, dass er sich selber im Spiegel erkennt. Ich hatte euch ja vorhin von dem Test schon erzählt, wo man erkennen kann, wie intelligent ein Tier so mutmaßlich ist. Und man hat beim Putzlippfisch ihm eben auch so eine Markierung an die Seite geklebt, die einem Parasiten ähnelt, und hat ihm dann einen Spiegel vorgehalten. Nur wenn er einen Spiegel zur Verfügung hatte, hat er angefangen, sich diesen Fleck wegzuputzen. Und wenn er keinen Spiegel in seinem Aquarium hatte, hat er den nicht gesehen. Das heißt, er hat sich auf jeden Fall erkannt. Aber das deutet natürlich auch darauf hin, dass der Spiegeltest natürlich nicht das Nonplusultra ist, um Intelligenz zu entdecken sozusagen. Genau. Es gibt auch übrigens Fische, die Werkzeuge benutzen. Es gibt zum Beispiel manche Lippfische, also auch größere, die benutzen Steine, um Muscheln zu knacken und so weiter. Das heißt, die Intelligenz ist auf jeden Fall viel breiter gesät im Tierreich, als wir das vielleicht denken. Hier schreibt Sarah, es gibt so schwarz-weiße Süßwasserfische, die in einem kleinen Schwarm jagen. Wie kommunizieren sie dabei? In Klammern Aufgabenteilung? Weißt du dazu was? Nein, das wird wahrscheinlich auch schwer zu erforschen sein, ähnlich wie die Schwarmbewegung, wenn es sogar für uns schwierig ist. Aber Fische können besonders gut Bewegungen wahrnehmen. Also wahrscheinlich kommunizieren sie über Wasserbewegungen oder über die Körperposition der anderen Fische. Oder über Töne. Natürlich wird Ton im Wasser sehr, sehr gut übertragen. Deswegen sind Fische auch meistens sehr gut darin, Töne wahrzunehmen. Genau. Okay, und dann gibt es noch Orcas. Das sind jetzt keine Fische, genau. Aber da hat man ja neuerdings auch eine extreme Lernfähigkeit festgestellt. Ja, insgesamt sind Zahnwale, also Orcas oder auch Delfine, alle super intelligent. Es ist halt wieder mal der Fall, je besser man an seine Umgebung angepasst werden muss, je besser angepasst sein muss, desto intelligenter muss man auch sein und je größer die Aufgaben sind, die man lösen muss. Und Orcas haben ja super kreative Jagdtechniken und leben auch in anspruchsvollen sozialen Gefügen miteinander. Auch bei Delfinen ist das so. Delfine haben auch nach uns das zweitgrößte Gehirn im Verhältnis zur Körpermasse, also den zweitgrößten Enzephalisationsquotienten. Unserer ist ungefähr 7,4 bis 7,8 und der von Delfinen ist 5,4. Das ist auf jeden Fall quasi 504 Mal so groß wie erwartet für die Körpergröße. Also bei Walen gibt es auf jeden Fall eine ganz große Intelligenz, aber da kann man sich natürlich dann auch denken, wahrscheinlich liegt es daran, dass wir nicht so viel davon mitbekommen, dass sie es auch nicht so zeigen können. Sie leben in einer komplett anderen Umgebung, wir haben kaum Zwischenpunkte zu ihnen und sie haben auch keine Hände, um irgendwelche Werkzeuge zu bauen. Für sie ist es natürlich alles viel schwieriger, denn sie haben nur Flossen und ihren Mund. Stimmt es, dass Orcas in Gefangenschaft eine Depression entwickeln können? Definitiv auch. Orcas, Delfine, alle Wale, die sind zu intelligent, um in Gefangenschaft zu leben. Die brauchen eine anspruchsvolle Umgebung, damit ihr Gehirn gefordert ist und werden total depressiv.
Es gibt sogar eine Theorie, dass die Delfine, die Flipper gespielt haben damals, dass einer von denen sich auch selber umgebracht hat. Und zwar hat es der Tierpfleger oder der Tiertrainer, der damals den Flipper-Delfin trainiert hat, der hat es so beschrieben, dass tatsächlich der Delfin zu ihm kam und in seinen Armen sozusagen Selbstmord begangen hat. Denn Delfine können aktiv ihre Atmung kontrollieren und der Delfin, ist ein weiblicher Delfin, hat einfach aufgehört zu atmen. Insgesamt wird die Intelligenz von Delfinen oder wurde bis dahin auch noch weit unterschätzt. Zum Beispiel haben die Flipper-Delfine auch jede Woche, wenn Flipper im Fernsehen kamen, hat der Tierpfleger so einen Fernseher an den Pool genommen, wo die gelebt haben, und hat denen Flipper gezeigt. Und tatsächlich konnten die Delfine sich auch selber erkennen. Und jeder von den beiden wusste, ob er jetzt in der Episode Flipper gespielt hat oder der andere, und war dann deutlich interessierter. Also die werden sehr weit unterschätzt. Dann gibt es hier noch einen Hinweis, der ganz gut zum aktuellen Thema vom Podcast passt, nämlich Kommunikation im Tierreich. Da schreibt er oder sie, Orcas haben auch, glaube ich, je nach Herkunft verschiedene Dialekte. Das ist tatsächlich so, ja. Über die Sprache werdet ihr dann bald mehr erfahren. Kann man schon. Ach, kann man schon. Bei Spotify und Co. online, ja. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal die Episode dazu anhören. Aber tatsächlich ist das so, dass sie verschiedene Dialekte haben. Und Delfine geben sich zum Beispiel auch gegenseitig Namen. Also die Sprache von Delfinen, ohne dass wir darüber sehr viel verstehen, ist auf jeden Fall sehr komplex. Okay. Gut, die Stunde ist es fast durch. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Wir können ja so langsam nach vorne laufen, dann schauen wir mal, ob hier noch eine Frage kommt. Ne? Genau, schauen wir uns nochmal hier die Nasspräparate an. Vielleicht kannst du dazu noch generell was sagen. Was die Flüssigkeit ist, in der die Präparate hier schwimmen. Und es handelt sich nicht, wie man denkt, um Wasser, sondern es handelt, man hat damals sich zwischen Formalin, also Formaldehyd und Ethanol entscheiden müssen und hat sich dann wahrscheinlich auch aus Verfügbarkeit und Kostengründen für Ethanol, also Alkohol, entschieden. Und heute sind wir sehr dankbar darüber, denn Formalin zerstört die DNA und Ethanol tut das nicht. Das heißt, von unseren ganzen Objekten hier ist die DNA konserviert und daran kann auch heute und wird auch noch ganz viel geforscht. Also es werden ganz viele genetische Analysen von unseren teilweise 200 Jahre alten Objekten hier gemacht. Es gibt auch ganz viele Holotypen, also die ersten Tiere einer Art, die gefunden und beschrieben wurden, wurden auch eingesammelt. Und davon sind auch ganz viele hier zu finden in unserer Sammlung. Und manche wurden sogar von Alexander von Humboldt selber eingesammelt. Okay, danke für diese Bonusinformation. Es gab jetzt noch keine weitere Frage. Das heißt, wir verabschieden uns und sagen danke, liebe Maike. Genau. Also das war halt so ein bisschen eine Ergänzung zum Podcast Kommunikation im Tierreich, weil Kommunikation und Intelligenz haben ja gewissermaßen auch was miteinander zu tun. Den Podcast hört ihr überall, wo es Podcasts gibt, Beats and Bones. Und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Dann schauen wir mal wieder an unsere Sammlung. Macht's gut und friert nicht zu sehr zu Hause. Tschüss. Ciao.